Schaut euch diesen Baum an. Hallo. Ja, ich bin unterwegs gewesen und der Baum hat es mir angetan. Und zwar... Ich war im Bioladen einkaufen und habe, wie ihr seht, mit meinen Fahrrad, mit den Fahrradtaschen, die sind voll. Mit Obst, mit Gemüse hauptsächlich und so, ich habe basisches Brot geholt und vegan süßen Aufstrich für mich, weil ich doch ab und zu doch die Naschkatze bin und gerade Datteln bestellt habe, aber noch keine da habe. Und ja, ich habe da eine Suppe gegessen und merke, so, du isst nicht nur die Suppe, sondern du isst auch die Gedanken, der die Suppe zubereitet hat. Und ich merke, dass tatsächlich es oft angenehmer für mich ist, zu Hause was zu essen, was ich selber mir zubereite, mit dem positiven Mindset und der Gedanken, als irgendwo anders. Es war gemütlich in dem Laden und ich habe mir jetzt noch ein Zitrusöl bestellt, weil ich mir selber Zahnpasta machen möchte. Und aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie, ja, weil die Stimmung leicht gedrückt da in dem Laden und irgendwie herzlich und gleichzeitig von der Chefin, die eher im Bestellzimmer saß, halt eher gedrückt. Sie hatte nicht so gute Laune gehabt. Warum auch immer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall merke ich so, ja, ich habe jetzt was gegessen und ich habe was im Bauch. Vorher habe ich noch eine Banane und einen Apfel gegessen. Aber irgendwie ist das jetzt nicht so das Wahre, wo ich mir denke, wow, es hat mich jetzt voll ausgefüllt. Ich habe gestern mir Gurkennudeln mit Tomaten und Knoblauch und Pilze und die unterschiedlichsten Nüsse zusammen in einer Soße gemacht. Und das war so lecker, das glaubt ihr gar nicht. Und das war einfach mal Rohkost. Und das war so frisch und lebendig. Und immer wieder, wenn ich Rohkost esse, merke ich tatsächlich, dass man total lebendig irgendwie ist halt so, ne? Ja. Dann schien heute Morgen die Sonne und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich muss raus. Ich kann nicht die ganze Zeit vorm Laptop sitzen und YouTubes Videos schauen oder bei Facebook drinne hocken. Nein, sondern raus, raus. So. Deswegen bin ich jetzt draußen. Ich habe diesen wundervollen Baum hier. Habe diesen wundervollen Baum gesehen und jetzt sitze ich hier und genieße es. Ich genieße den Wind. Die grauen Wolken sind jetzt wieder aufgezogen. Ich werde jetzt noch eine kleine Runde fahren mit meinem Fahrrad. Ich zeige es euch mal mit den vollen Taschen. Ja. Und es ist sehr angenehm draußen zu sein. Wisst ihr? Wenn man dann so langsam immer klarer im Kopf wird und so denkt, was, wie, warum, was soll, da kann man doch eigentlich nur lachen, oder? Es wird noch lange dauern. Aber es ist egal, ob es lange dauert oder nicht. Wichtig ist, man fängt bei sich an. Bei sich selbst. Jeder macht es auf seine Art halt, ne? Einfach, man probiert zumindest das so zu leben, wie man es leben möchte. Wie man sich wohlfühlt. Und ich glaube, es ist in vielen Situationen noch schwierig, authentisch zu sein. Weil es vielleicht unangenehm ist, aufzufallen oder
Man möchte nicht anecken oder Diskussionen führen oder, sondern man möchte doch einfach nur sein und... Ach, Kinder, nee. Der Husten sagt mir, dass ich vieles zu sagen habe und vieles nicht gesagt habe. Und dass ich auch zur Ruhe komme und mal schaue, was los ist mit mir. Weil doch viele Sachen jetzt auf mich eingeprasselt sind und man jetzt einfach... Das Leben geht immer weiter. Das Leben ist eine reinste Erfahrung, ja? Und... Es ist eigentlich nur so spannend, jeden Tag neu zu erleben und einfach da zu sein und glücklich zu sein. Dieses Positive in einem, dieses Lichtvolle, ja? Wenn man da einmal hinkommt, klar weicht man mal ab und man rutscht vielleicht auch mal wieder in ein altes Muster. Aber hey, du kannst dich immer neu wieder antriggern, dass du dieses positive, lichtvolle Wesen in dir bist, ja? Und da müssen, oder da kommen vielleicht viele Leute hin. Manche machen Webinare oder besuchen irgendwelche Kurse oder machen Yoga oder meditieren, malen was, nähen was, keine Ahnung, was auch immer, gehen raus in die Natur. Jeder findet seinen Weg selber zu sich zu finden. Und es ist ein langer Weg wahrscheinlich, weil man so viel abgelenkt ist von allem. Ob das die Straße, die Leute, die Arbeit, die Medien. Es ist ein Weg und der Weg wird bestreitet. So oder so. Man ist ja hier, um seine Erfahrung zu machen und die zu sammeln. Mit den lieben Menschen oder alleine oder... Mit den Gegebenheiten, das ist total egal. Am wichtigsten ist, ihr fühlt euch wohl. Ich merke, wie offen mein Herz ist. Und das ist gerade sehr schön. In diesem Sinne werde ich mich auch wieder verabschieden, damit ich dieses Gefühl... mich fließen lassen kann und es dem Baum auch weitergeben kann. Und er mir ganz viel gibt. Er freut sich, dass ich da bin. Schaut euch die Baumkrone an, wie schön die ist. Oh, oh. So schön. Tschüss, ihr Lieben.